Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel der Liebe für die kommende Woche. Und wieder mal haben wir, manche haben es ja schon in der Vorankündigung gelesen, eine durchaus bezaubernde Aussicht auf die kommende Woche. Ich war selber echt baff, als die Karten da so fielen und das klingt sehr, sehr schön. Ich hatte auch das Gefühl, auch selber ganz damit in Resonanz zu gehen. Bestimmte Aspekte des Ganzen und ja, schaut aber einfach selbst, wie das Ganze auf euch wirkt. Ich hatte auch das Gefühl, dass die individuellen Botschaften auch sehr, sehr akkurat, sehr passend sind, sehr durchaus aussagekräftig und deshalb nehmt euch wirklich einen Moment, erstmal jetzt zu schauen, was ist eure individuelle Botschaft. Ihr könnt nach dem Kartendeck gehen, ihr könnt hier nach den Edelsteinen gehen. Ich habe hier links für euch den türkisfarbenen Amazonit, in der Mitte den gelben Kunzit. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der ist so ein bisschen gelblich. Ihr seht hier, das ist weiß, gelblicher Kunzit. Und rechts ein rosafarbenen Rosenquarz. Ja, entscheidet einfach nach Edelstein oder Kartendeck, links, Mitte, rechts. Was ist eure persönliche Botschaft für die kommende Woche zum Engel-Orakel der Liebe? Und wenn ihr dazu länger braucht, ein bisschen Ruhe braucht, haltet das Video kurz an, wirklich in euch hineinzuspüren, was ist die richtige Botschaft für dich persönlich da draußen. Ich werde in der Zwischenzeit schon mal mit dem Orakel loslegen. Und die erste Karte, die hier kommt, die hat auch bei der Ankündigung die größten Wellen geschlagen, ist die Karte Blutslinie. Ich ehre meine Vorfahren, die meinen Weg geebnet haben. Ja, die Blutslinie. Das war eine berechtigte Frage. Bei Facebook wurde ein bisschen nachgefragt, ja, was unter Blutslinie genau zu verstehen. Und deshalb will ich da noch ein bisschen ausführlicher was zu sagen, als ich vielleicht gesagt hätte, weil es für mich klar war, aber vielleicht für die meisten da draußen nicht. Die Blutslinie ist das, was wir auch heute kennen, die Familie, mit der wir blutsverwandt sind. Es ist aber so, dass in früheren Inkarnationen, also ich sag mal mehrere Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht bei manchen sogar her, in dieser Blutsfamilie auch bestimmte Seelengefährten, das ist auch natürlich ein Stück weit bis heute so, aber früher war es noch deutlicher, dass, weil vielleicht weniger Karma angefallen ist, dass Seelengefährten inkarniert sind in Blutslinien, die natürlich eine sehr enge Verbindung miteinander haben, die ganz viel Wichtiges erlebt haben, auch viel Wichtiges gemeinsam bewirkt haben, nach vorne gebracht haben, Richtung Lebensaufgabe, ja, spirituelle Aufgabe, spirituelle Talente. Ja, es gibt berühmte Blutslinien, ja, also hier Jesus, Maria Magdalena, dieses Kartendeck spielt auf die Blutlinie von Jesus und Maria Magdalena an, ja, das ist eine wichtige Blutslinie. Es gibt auch Leute, die waren nicht von der Blutslinie, zum Beispiel von Maria Magdalena und Jesus, aber waren wichtige Unterstützer, Supporter von den beiden, ja, und ihrer Familie, ihrem Umfeld, ja. Es muss nicht immer die exakte Blutsfamilie sein. Ich denke, primär zielt diese Karte natürlich schon darauf ab, aber es kann auch sein, dass es um Supporter gegangen ist. Und es können andere Blutslinien gewesen sein, die Künstler waren, eine wahnsinnig große Kunst hervorgebracht haben, andere Talente, Talente in der Heilung, Astrologie, irgendwelche besonderen Bereiche. Ja, also die Engel sagen, in der kommenden Liebeswoche geht es darum, Fokus ist auf einer Blutslinie und ich habe hier eher das Gefühl, dass es ja, eine Ahnenreihe ist und eine weit zurückliegende Part einer Blutslinie. Nicht unbedingt die heutige. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass sie auf die heutige anspielen, so stark. Denn sie kündigen eine Zusammenkunft innerhalb dieser Blutslinie an. Spüre die Kraft der Gemeinschaft und die Liebe, die alles verbindet. Also es geht um die Zusammenkunft der Blutlinie. Für manche mag das vielleicht auch die heutige sein, die heute existiert. Kann gut sein, schwer zu sagen, ist nicht genau definiert, aber ich habe das so, mein Bauchgefühl sagt, für die meisten heißt das, sie kommen zusammen mit einer Person, denn ich glaube, die nächste Karte war das auch, genau, Seelenbegegnung mit einer Person oder Personen vielleicht auch, die dich mit Zeiten verbinden, in denen du inkarniert warst in derselben Blutslinie, ja. Also da kommen Erinnerungen hoch, da ist sehr viel Gleichklang, da ist Erinnerung, Bindung, Anziehung, da ist Interesse, da ist ähnliche Fähigkeiten oder Wünsche. Ja, also das Ding ist ja auch,
Es ist ja auch so ein schöner Mischmasch einer Begegnung aus Seelenschwingung und Blutsverbindung, DNA, ein bisschen auch karmisch. Ja, es schwebt schon auch mit drin, ja, das Karmische. Aber es ist erstmal etwas, so wie ich das hier empfinde, wie das hier kommt, dass das eine ganz wichtige Begegnung ist, die da auf euch zukommt, ja. Und die Zusammenkunft, dieses Zusammenkommen, das Wichtige ist. Gucken wir weiter, was die Engel zu dieser wahnsinnig spannenden, offenbar Begegnung sagen. Sie sagen, ihr fühlt einen ganz starken Erfolg, wenn ihr mit dieser Person zusammenkommt. Vielleicht auch das, worüber ihr sprecht. Ihr habt das Gefühl, wow, als Team, so wie wir zusammenarbeiten oder zusammen sind, wir sind ja hier auch im Engelorakel der Liebe, vielleicht auch als Partnerschaft. Könnte das ein super tolles Erfolgsteam werden, wobei ich das gar nicht so auf eine Kopfebene heben will, dass das hier um so einen verkopften Erfolg geht, also allein Geld oder so, sondern irgendwas wollt ihr vielleicht zusammen nach vorne bringen. Also ist jemand eine Person, die oder der euch ermutigt, Power gibt, Inspiration, euch ergänzt und nach vorne bringt. Also ein erfolgreiches Team, eine erfolgreiche Komposition, erfolgreiches Erlebnis vielleicht auch, ja, für manche. Ein Gefühl von Erfolg, sich zu treffen. Und für die, die da noch Zweifel haben, kommt noch mal die Bekräftigung. Ja, ein ganz großes Ja. Also vielleicht so offene Arme wie hier dieser Engel. Man empfängt sich mit offenen Armen und sagt Ja zueinander und findet es großartig. Also es scheint eine schöne Begegnung zu sein. Da es aber eben auch jemand ist, der in der Blutslinie mit dir, wann auch immer, inkarniert war, sind aber auch noch karmische Themen zu lösen. Das heißt, es kann sein, du kannst der Person helfen, was Karmisches zu lösen, oder sie hilft dir, oder ihr helft euch, ihr habt ein gemeinsames Karma, auch das ist möglich, oder euch betrifft beide etwas eben aus einer alten Zeit, ja, was wie ein Hindernis aussehen kann, wie eine Herausforderung, wie eine Blockade, wie etwas, wo ihr das Gefühl habt, das wollen wir in dieser Inkarnation noch mal anders machen, noch mal gerade biegen oder ja, da ist bei allem Positiven und Kraftvollen und Erfolgsorientierten aber auch etwas, was sagt, ja, aber es gibt auch eine Erinnerung, wie es nicht gut gelaufen ist und deshalb noch mal dahin zu kommen, zu erkennen, was kann das sein und wie kann man das auflösen. Und die Engel geben auch einen Tipp, es hat mit dem Thema Geld zu tun. Ich würde Fülle auch noch mal erweitern um erfüllt sein, ja, weil wir hier Partnerschaft haben. Wenn das hier jetzt ein Wochenorakel wäre, würde ich sagen, es geht um eine Finanzpartnerschaft, Geld, Erfolg, Beruf, Berufung. Aber es geht hier auch um erfüllt sein. Und ihr wollt vielleicht miteinander erfüllt sein. Vielleicht ist das jemand, wo ihr das Gefühl habt, der oder die hat das Potenzial für eine Partnerschaft oder ja, euer Umfeld zu bereichern in irgendeiner Form. Dann geht es sicher auch darum, miteinander erfüllt zu sein. Ja, und das geht vielleicht nicht. Vielleicht gibt es so einen Wermutstropfen, die Vergebung, wo ihr merkt, alles ist super, aber Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Da ist noch was, wo wir hingucken müssen, wo es knarzt im Gebälk, wo irgendwas nicht korrekt ist, wo wir nicht so richtig den Höhenflug bekommen. Und es scheint alles diese Woche zu passieren, Leute. Also es ist schon wird eine interessante Woche werden. Die Engel sagen halt, diese Begegnung hier nochmal mit diesem Hindernis, diesem Vergebungsaspekt, ja, das ist nochmal ein Blick in die Dualität. Ich sagte ja, das kann hier schon von der Seelenfamilie her eine 5D-Begegnung sein, also jemand, der ein hohes Potenzial hat, der oder die von der Seelenschwingung eine hohe Schwingung hat, was euch total inspirierend weiterbringt. Aber ihr habt noch ein 3D-Thema. Das ist dieses Vergebungs-Dualitätsthema. Das ist halt leider doch noch mit drin, gemixt, ja. Aber es wird sich lohnen, dieses karmische Ding, Hindernis aufzulösen, zu bewältigen gemeinsam, weil ihr ein Wahnsinns, guck mal hier, dieses Strahle-Einhorn, ja, bling, bling, ein riesen Seelenverständnis füreinander habt. Also es ist eine Person, die auf einer ganz hohen Ebene euch wahnsinnig gut versteht, im Einklang mit euch ist, offen ist, euch ergänzt, wie ich schon sagte. Also das Seelenverständnis ist sehr, sehr hoch. Und es ist wichtig, dass ihr erkennt, ich sag mal, den Rahmen. Das bildet hier alles so den Rahmen. Ich nehme mal die nächste Karte noch dazu. Hier die Seelenberührung. Das heißt, das ist eine Person, die berührt euch in der Seele. Das ist jemand, der wirklich, wirklich einen tiefen Zugang zu euch hat und mit dem oder der ihr eine tiefe, tiefe Freundschaft verbindet, verbunden habt, Partnerschaft vielleicht auch, Liebe, ja, das kommt alles wieder hoch, kommt alles wieder zum Vorschein, ja, und
Das bildet so den Rahmen und in der Mitte haben wir leider noch so einen Klecks Dualität drin, ja. Schön ist das nicht, aber es ist so. Und ich glaube, die Engel wollten das hier so platzieren in diesem Orakel, dass ihr diese Woche nicht völlig den Mut verliert, wenn dann eben irgendwann nach bei allem Schönen, ja, und ihr seid im Flow, dann dieses, ah, was ist das denn? Ja, jetzt geht wieder was nicht oder ist wieder was schwierig oder ist wieder so ein schwarzer Fleck auf der Landkarte, dass ihr dran denkt, ja, es ist eine hohe schwingende Seele, jemand, den ich aber auch kenne aus einer Blutslinie und dadurch haben wir da noch ein Karma-Thema zu lösen. Aber wir merken auch, dass wir ja immer mehr auch Leute anziehen, die einfach eine hohe Seelenschwingung haben, die uns immer mehr zu uns passt, zu unserem eigenen Bewusstsein. Wir ziehen das an, was wir sind, ganz klar. Also ich hatte auch jetzt die Tage noch mal Kunden gehabt, wo es auch um Akasha-Lesungen ging und um frühere Leben. Und ich hatte für eine Person, glaube ich, 6 Akasha-Lesungen gemacht. Und das heißt, man guckt in 6 verschiedene Leben rein, um zu schauen, was ist da passiert. Gibt es da karmische Aspekte und wenn ja, wie? Und das waren halt also wirklich so kurze Blicke in verschiedene Leben und Dramen damit auch meistens. Und es war so schön, weil die Antwort, die mir zurückgeschrieben wurde, nach dem offenbar Lesen ja der ganzen Sachen, war: Wow, das ist so interessant und so stimmig. Also, es passte genau zu Aspekten des Lebens der Person, ging voll in Resonanz, warum man auch so ist, wie man ist oder bestimmte Themen und Dinge hat. Ne, das ist immer die Resonanz. Und dann kam eben, das klingt ja wirklich, als hätte ich ein Drehbuch da aufgeschrieben und so. Und dann habe ich nochmal korrigieren gesagt, ich habe das nicht aufgeschrieben, ich habe es wirklich aus der Akasha gelesen. Das Drehbuch ist, ein Riesenteil des Drehbuchs unseres Lebens ist immer noch Karma, noch, ja. Und wir sind dabei, das immer mehr zu dezimieren. Je mehr Karma wir auflösen, desto weniger Karma spielt sich aus in unserem Leben. Ist ja logisch, ja. Und Karma ist das Drehbuch hinter den Begegnungen, die wir haben, wer zu uns geführt wird. Und je weniger Karma noch übrig ist, desto unwahrscheinlicher ist es natürlich, dass Begegnungen karmisch bedingt sind und dass wir Raum haben für die Menschen, ja, die wirkliche Seelenbegegnungen sind mit einem hohen Seelenverständnis und einer hohen Seelenberührung, einer starken Seelenberührung, ja, wo es einfach, die einfach auf unsere heutige Schwingung, so wie wir uns jetzt gereinigt haben und geklärt haben und unser Bewusstsein erweitert haben, die darauf hin zu uns kommen, ja. Und hier sind wir noch an so einer Sollbruchstelle, wo beides so schon in einer starken Ausprägung kommt. Ja, noch ein bisschen Karma, aber eben auch eine hohe Schwingungsgleichheit, Schwingungsähnlichkeit. Und das sind Anziehungsebenen, die sind massiv, die sind ganz, ganz stark und ganz beglückend auch. Und ja, da stehen wir gerade und kollektiv offenbar. Und insofern genießt es, ihr Lieben. Kommen wir jetzt zu den individuellen Botschaften. Ich habe schon angekündigt, da ist auch noch mal einiges an Potenzial drin, einiges an wichtigen, klaren Richtungen. Und fangen wir links mit dem Amazonit an. Diejenigen, die den Amazonit gewählt haben, für euch geht es bei dieser Seelenbegegnung, wie ich schon sagte, um Einheit. Es geht darum, sich hier eins mit dieser Person zu fühlen. Wir haben hier das schwarze und das weiße Einhorn. Es ist dieses Yin-Yang, was wieder Dualität ist, was aber in die Einheit möchte, trotz aller Dualität, trotz aller Abstoßungen, Polarität, Schwierigkeiten, auch Karma hier ja leider involviert, geht es um die Einheit, ja. Diese Einheit, die ihr erleben dürft, ist gefüllt von absoluter Seelenliebe, wie ich das schon sagte, wie ich das schon im Orakel gespürt habe. Das kam dann nochmal bestätigt hier durch die Karten. Also es ist für euch eine ganz, ganz tiefe Seelenliebe, die ihr hier erfahren werdet. Und es ist eine Seelenliebe, die eben wegen, auch wegen dem karmischen Aspekt, weil das noch aufzulösen ist, über den Seelenplan zu euch geschickt wurde. Es ist laut Seelenplan jetzt dran, könnte man sagen. Ja? Man kann ja mal fragen, warum? Ist halt jetzt dran. Ja, es rutscht. Genau, es rutscht dazwischen. Also der Seelenplan schreibt vor, dass ihr euch begegnet, dass ihr diese tiefe Liebe erfahren dürft, dass ihr gemeinsam noch Dinge auflöst. Aber wollen wir nicht vergessen, auch Erfolg habt zusammen, erfolgreich seid und erfüllt seid. Also ein ganz tolles Power-Team offenbar hier. Dann haben wir den gelben Kunsit. Diejenigen, die den gelben Kunsit gewählt haben, ist auch eine schöne Kombi hier. Erleben sehr stark die weibliche Spiritualität, werden nochmal sehr stark über diese Person, Mann oder Frau, ist egal, mit ihrer eigenen oder der weiblichen Spiritualität verbunden.
Durch gelebte Liebe im Alltag drückt sich die Göttlichkeit in uns aus. Es geht darum, ein spirituelles Leben gemeinsam zu führen, aber auch eins, wo diese spirituelle Liebe auch im Alltag funktioniert. Also es geht ja auch immer mehr darum, Liebe zu leben. Viele sind Singles, einfach weil sie auf dem spirituellen Weg sind, weil das erfordert, ganz viel in sich selbst hineinzuschauen, ganz viel an sich selbst auch zu arbeiten, ja. Und für einige wird jetzt etwas kommen, wo sie ihre Spiritualität leben können, wo das nicht kritisiert wird, nicht irgendwie im Kopf geschüttelt wird, sondern auch im Alltag gelebt werden kann, auch im Alltag dieser Beziehung. Wie schön. Es kommen vielleicht Informationen im Traum zu dir. Auf Träume zu achten bedeutet, die Post der Seele zu öffnen, steht hier. Wow. Ja, also es kommen Ankündigungen, Informationen, Gefühle, Wahrnehmungen, Visionen, Botschaften im Traum zu dir, die etwas ankündigen, vielleicht auch, wohin ihr gemeinsam gehen sollt, was los ist, wer das ist, wann das ist, was auch immer. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich dann. Und es ist nochmal ganz klar, wie auch hier bei der ersten Geschichte, es ist eine tiefe Liebe. Liebe ist immer da. Mit jedem Atemzug kannst du sie in dich hineinatmen. Du bist unendlich geliebt. Also es ist eine tiefe Liebe, die jetzt zu dir geschickt wird, damit du deine weibliche Spiritualität in dieser Verbindung lieben und fördern kannst. Und ja, wow, oder? Was ein Blatt. Also da war ich gestern habe ich es ja schon gelegt und heute zeichne ich es auf. Echt platt. Also das ist hammermäßig schön und ich wünsche allen da nur das Beste. Jetzt kommen wir zum Rosenquarz. Diejenigen, die den Rosenquarz gewählt haben, bei euch ist es so, ihr müsst aktiv werden. Bei euch ist diese Begegnung so ein Wake-up-Call, ja, so ein wach mal auf, schau mal hin und werd aktiv. Ja, es geht darum, jetzt nicht aufzugeben. Also vielleicht erreicht euch diese Begegnung in einer Zeit, wo ihr eigentlich gar keine Lust auf sowas habt oder denkt, ach nee, schon wieder ein karmischer Seelengefährte. Ja, aber es ist wichtig, dass ihr aktiv werdet, dass ihr nicht aufgebt und nicht ruht. Es geht hier in der Tat um eine Liebesbeziehung. Ja, es geht hier in der Tat um eine Liebesbeziehung, die ganz viel Potenzial hat, einmal gelebt zu werden auf tiefe Liebe, Liebesverbindung und Spiritualität. Und für euch heißt es aber auch, das kann in naher Zukunft eine Liebesbeziehung sein. Also es kann sein, dass erstmal diese Begegnung für euch kommt und ihr aber auch was tun müsst, aktiv werden müsst, ja, um dahin zu kommen. Also das ist nicht sofort alles so Schlüssel-Schloss-Prinzip ineinander klackt, sondern ihr müsst erstmal, ich muss mal eben die Karten sortieren, ihr müsst ein bisschen was tun und nicht aufgeben, dranbleiben. Und in naher Zukunft zeigt sich dann, dass es in eine solche Richtung gehen kann. Also sehr, sehr schön, aber eben mit einem kleinen Aufschub. Und da habe ich eben das Gefühl, dass das eben auch resoniert hier mit den Vergebungskarten. Also dass da definitiv ihr aktiv werden müsst. Nicht eben aus einer Panik-Drama heraus zu sagen, was ist das jetzt? Sondern sagen, das ist karmisch, ich muss einfach hingucken und Karma auflösen. Und wie gesagt, dabei hilft ganz, ganz vielen und da bedanke ich mich auch, dass ganz, ganz viele das Akasha-Seminar schon erworben haben. Ihr habt die Möglichkeit, online das Seminar Akasha, Ausbildung zum Akasha-Medium zu erwerben, wo ihr einfach von zu Hause aus selber lernen könnt, wie ihr dreimal am Tag, wenn ihr Lust habt, in die Akasha schauen könnt selber und eure karmischen Themen sehen könnt. Dann habt ihr nämlich so eine Situation, für mich ist das total, ich will nicht sagen banal, aber wenn ich weiß, okay, da ist eine Begegnung, da ist ein Karma-Thema, gucke ich in die Akasha, sehe das Karma und löse das Karma auf. Das ist das, was wir jetzt im Aufstieg an Tools zur Verfügung haben, die wir nutzen können, aus diesen Situationen rauszukommen. Denn Woche für Woche habe ich Kunden, die immer noch festhängen in ihrem Karma, ob in Liebesbeziehung, ob in der Berufung, im Job, im Geldbereich, Gesundheitsbereich, was auch immer. Und es wird nicht besser, wenn man einfach weitermacht und wartet, dass was passiert. Ihr müsst aktiv werden, ihr müsst was tun und ihr müsst einfach Tools finden. Ich sage, mein Tool ist eins von vielen, was ihr nutzen könnt, aber es ist ein Tool. Ich bin gesegnet, dass ich es habe und nutzen konnte so oft, um einfach diese Dinge aufzulösen. Und dann hört nämlich der Spuk, die Hindernisse, das Leid vor allen Dingen, was mit Karma verbunden ist, auf und ihr kommt weiter, ja. Und es kommt das Richtige dann zu euch. Es öffnen sich Türen, ja, ganz, ganz wichtig. Also ich hoffe, das hilft euch allen, das ganze Orakel hilft euch allen weiter. Wünsche euch eine wunderbare Woche, eine herrliche Woche mit tollen Begegnungen und ganz tolle Seelenenergie, die da fließen darf und sich wiederfinden darf. Wünsche euch von Herzen alles Liebe, alles Gute von meiner Seite und sag bis bald.